Und wir sprechen über LPKF. Da hebt die Aktie ja nach den Zahlen jetzt richtig ab. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Finanzvorstand des Konzerns Kai Benz. Herr Benz, die LPKF-Aktie kann heute in der Spitze knapp 4% zulegen. Die Eckdaten, die waren ja eigentlich schon Anfang August bekannt. Warum zieht die Aktie jetzt trotzdem so an? Ja, zunächst erstmal hallo. Ich bin natürlich froh, jetzt im Moment da die weitere Kursentwicklung zu sehen. Aber in der Tat haben wir ja schon vor ein paar Tagen ad hoc eine Korrektur, insofern eine positive Anhebung eben unserer Ziele für das Jahr 2013 bekannt geben können. Ich denke, vieles liegt sicherlich daran, dass wir eben doch deutlich mehr verkaufen konnten als bisher im Markt erwartet, aber eben auch, dass sich die Marge besser entwickelt hat als bisher erwartet. Und das lässt sich ziemlich einfach erklären. Das Thema LDS, das ist ein patentiertes Verfahren von LPKF. Wir verkaufen Maschinen, mit denen dort überwiegend Smartphone, Handyantennen strukturiert werden. Das läuft ganz, ganz stark und das ist ein margenstarkes Geschäft. Und uns sind die Maschinen hier im ersten Halbjahr fast aus der Hand gerissen worden. Das ist die Erklärung für das Ganze. Jetzt meinen ja einige Händler, Ihre Prognose, die Sie erst vor ein paar Tagen angehoben haben, die sei jetzt schon wieder konservativ. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist natürlich immer so, wenn man mit Prognosen kommt. Uns liegt natürlich daran, dass wir Prognosen und Forecasts so geben, dass wir sich ein Anleger daran orientieren kann, dass wir das am Ende auch vernünftig erreichen können und dann nicht hinterher die Ziellatte reißen. Man muss aber auch ganz klar sehen, dass das erste Halbjahr eben durch dieses sehr, sehr starke LDS-Geschäft war, geprägt war, wie eben schon angesprochen. Und wir haben einen großen Solarauftrag im Moment abgewickelt, bis zum 30.06. circa lief. Das wird sich so im zweiten Halbjahr auch nicht wiederholen. Und insofern kann ich nicht die 70 Millionen Umsatzerlöse aus dem ersten Halbjahr einfach mal 2 rechnen, um dann auf das Gesamtjahr zu kommen. Insofern, zweiter Halbjahr ein bisschen langsamer, aber trotzdem immer noch mit schönen Zahlen und damit auch die Möglichkeit für uns, die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Sie haben ja vor kurzem 7.000 LPKF-Aktien im Volumen von fast 100.000 Euro verkauft. Ihr Kollege Bernd Lange hat gut 20.000 Stück für 270.000 Euro verkauft. Sehen Sie das Potenzial der LPKF-Aktie schon ausgereizt? Also ich habe ein knappes Drittel meiner Aktien verkauft und ich bin damit auch fertig. Das heißt, bis auf Weiteres ist da nichts mehr zu erwarten. Mein Kollege hat auch nur einen kleineren Teil seiner Aktien verkauft. Ich glaube, das ist eine ganz normale Sache. Man sieht die Kursentwicklung. Wir müssen irgendwo auch sehen, dass wir entsprechend Portfoliotheorie uns da aufstellen. Wie gesagt, ich bin durch mit meinen Verkäufen. Ich bin froh, die Aktien, die LPKF-Aktien, die ich habe, auch im Depot zu halten. Besten Dank, Kai Benz, für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.